Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Zeichenvideo. Heute Teil 2 meines Logos für die Sims 4 Dschungelabenteuer mit Lara und Laika. Die Outlines haben wir gestern schon fertig gemacht. Heute folgt die Kolorierung. Ich habe mich diesmal dazu entschlossen, das Ganze ein bisschen anders zu machen mit den Licht- und Schatteneinfällen. Und zwar das Ganze nicht so weich zu gestalten und eher mit weichen Übergängen, wie ich das bei Fabi gemacht habe, bei dem Farmer Fabi-Bild. Heute habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze im Cell-Shading-Look zu probieren, das heißt klare Linien für Lichter und Schatten. Und ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt, wo ich das fertige Ergebnis schon kenne, sagen muss, dass das zu meinem Stil doch definitiv deutlich, deutlich besser passt und ich mit dem Logo letzten Endes wirklich sehr zufrieden bin. Leider konnte ich euch auch hier nicht alles zu 100% zeigen. Ich habe gestern mega rumrotiert und geschaut, dass ich das alles irgendwie hinbekommen und Files verschoben und irgendwie versucht, Festplattenplatz freizuräumen. Ja, aber irgendwann war dann der Platz eben doch begrenzt und es gab keine Möglichkeiten mehr, großartig irgendwas hin und her zu schieben, solange bis die anderen Videos gerendert waren. Und deswegen, das ein oder andere habe ich nicht aufgenommen. Das sind dann aber oft Sachen, die ich gedoppelt habe. Zum Beispiel habe ich eine kurze Unterbrechung gemacht, als ich einen Schuh schon koloriert hatte und habe dann gedacht, okay, den zweiten, den mache ich sowieso genauso, den brauche ich nicht nochmal extra aufzunehmen. Das Ausfüllen der Haare im Grundton habe ich, glaube ich, auch nicht übernommen, weil, ja Gott, es ist halt nur das Ausfüllen der Konturen, ne? Das ist jetzt nicht wirklich was Spannendes, dachte ich mir. Und da habe ich dann auch nochmal eine kleine Unterbrechung gemacht. Und ja, im Endeffekt ist ein Logo rausgekommen, womit ich doch wirklich recht zufrieden bin. Tatsächlich sogar so zufrieden, dass es den Weg auf das Sims Thumbnail schaffen wird. Vielleicht habt ihr es jetzt auch schon gesehen. Die erste Folge kam ja um 9 Uhr. Außerdem wird es ab Folge 4 auch im Intro zu sehen sein. Vielleicht nochmal in einer Endcard und in einer Bauchbinde, die dann am Anfang der Folge eingeblendet wird. Ja, ich bin wirklich tatsächlich recht zufrieden damit. Vor allen Dingen, da ich einfach finde, dass man im Vergleich zu dem Farmer Fabi Chibi doch schon eine deutliche Veränderung und zwar zum Positiven sehen kann. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreibt. Es gibt natürlich auch unheimlich viele Leute, die da doch deutlich bewanderter sind und deutlich mehr Ahnung haben. Und gute Tipps und Tricks auf Lager haben. Ich habe zum Beispiel letztens einen Tipp bekommen, dass ich mir vielleicht Copic-Marker zulegen sollte und damit auf Papier erstmal üben sollte, damit es mir mit dem Pen-Display leichter fällt, mit Farbverläufen und so weiter und so fort. Das werde ich tatsächlich nicht machen, da Copic-Marker und generell Stifte in dieser Art doch ziemlich, ziemlich teuer sind. Dann braucht man noch das passende Papier, dass die Farben eben nicht irgendwie ausbluten oder sowas. Und ich denke mir, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das einem hilft, wenn man das erstmal so ein bisschen auf dem Papier ins Gefühl bekommen hat. Irgendwie klingt das gerade komisch. Vielleicht rede ich gerade Blödsinn. Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn man ein Gefühl dafür bekommen hat, sagen wir es auf jeden Fall mal so, dass es einem dann auf dem Pen-Display leichter fällt. Für mich persönlich wäre es jetzt aber dann eher rausgeschmissen, sag ich mal. Denn wie gesagt, diese Marker sind doch recht teuer. Damit man kolorieren lernen kann, braucht man natürlich auch eine gewisse Farbauswahl, ein gewisses Farbspektrum, dann eben gescheites Papier. Ich würde jetzt nicht unbedingt normales Druckerpapier, normales Kopierpapier nehmen. Das ist dann doch, das saugt oft zu viel und dann kann man eben nicht so gut mit den Übergängen arbeiten. Und das Pen-Display hat einfach den Vorteil, dass ich es da direkt wieder rückgängig machen kann. An sich hilft einem das bestimmt weiter. Also von daher, diejenigen, die sowas auch gerne mal üben wollen und ihr habt vielleicht noch keine Idee, was ihr euch zu Ostern wünschen solltet oder zum Geburtstag oder zu was auch immer. Also Copic-Marker oder sowas in der Richtung sind wirklich sehr, sehr coole Stifte.
Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert, da Fabi einige hatte, aber die sind leider auch schon ziemlich eingetrocknet. Also für diejenigen, die jetzt noch nichts irgendwie in Richtung Grafiktablett haben oder Pen-Display, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wie gesagt, für mich einfach momentan, ich habe mich jetzt mit dem Pen-Display schon so in Unkosten gestürzt und musste mir da ein bisschen was von Fabi schnurren. Aber gut, es war ja für einen guten Zweck. Es ist ja für die Thumbnails und deswegen wird's dabei erstmal bleiben. Trotz allem bin ich natürlich für solche Anregungen und Tipps immer dankbar, denn zum einen kann ich mir aus der einen oder anderen Sache was rausziehen. Zum Beispiel hatte jetzt eine Freundin mir auch schon geschrieben, hey, du kannst mit dem Stabilisieren dieses G-Pen, womit ich die Outlines mache, kannst du noch bessere Effekte erreichen, das Ganze besser hinbekommen. Auch das hat mir jetzt heute schon geholfen, beziehungsweise gestern bei den Outlines. Von daher, wenn ihr da irgendwas habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten hilft es vielleicht auch anderen, die Kommentare lesen. Also immer raus damit. Ich würde jetzt sagen, ich verabschiede mich erstmal für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht in die Kommentare schreiben würdet, ob euch das Ganze mit dem Schriftzug zwei Freunde ein Abenteuer, den ihr dann im Let's Play sehen werdet, ob euch das eventuell oder generell dieses Logo vielleicht interessieren würde für den Shop. Und ja, weil ich hatte es ja jetzt schon mal erwähnt, ich habe überlegt, ob wir das eventuell reinpacken könnten, würden, wie auch immer. Aber das habe ich natürlich nicht allein zu entscheiden. Zum einen wird das natürlich mit Fabi abgeklärt, zum anderen wird mich dann natürlich eure Meinung interessieren, denn im Endeffekt ist ja der Shop für die Community. Ja, haut's mir doch mal in die Kommentare rein. Also von daher verabschiede ich mich für heute von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und viel Spaß noch beim Rest des Videos.